ist, dass hier in Dorstadt so ein Saatgutfest organisiert wird. Das ist eine wichtige Sache, dass wir wieder schauen, dass wir die samenfesten Sorten unter die Leute bekommen. Es gibt immer mehr Sammler und Sammlerinnen, die sich dieser Sache verschrieben haben, die sagen, wir müssen schauen, dass wir von den Großkonzernen wegkommen, dass wir das samenfeste, nachbaubare Saatgut, technisches Versagen hier hört, dass wir das nachbaubare Saatgut wieder mehr unter die Leute bekommen. Also wir sehen hier ein Bild, das ist 2009 aufgenommen. Da gab es eine Veranstaltung Vielfalt ernährt die Welt. Und das war so der Startschuss für unsere Rundreise mit dem Tomatenrondell. Seitdem sind wir unterwegs in vielen Regionen und damals, das hat so großen Anklang gefunden in Ulm auf dem Münsterplatz, die Leute sind stehen geblieben und waren fasziniert von der Vielfalt an Tomaten, von den Formen und Farben. Ich habe damals ein paar Kunden akquiriert, die bis heute jedes Jahr ihre Pflanzen bestellen und kommen und immer wieder ein paar neue ausprobieren. Und damals hatte ich so 150 verschiedene Sorten und inzwischen sind wir bei 1300 verschiedene angelangt. Eigentlich, man setzt sich immer so eine Zahl, also bis 200 gehe ich, bis 500 gehe ich und dann, wenn so die magische 1000 mal überschritten ist, dann ist eigentlich klar für uns Wurst, dann nimmt man alles, was man bekommen kann an neuen Sorten einfach mit dazu. Und das Schöne ist, dass die wirklich alle samenfest sind, alle jederzeit selber nachbaubar. Ihr müsst bei den Tomaten auch fast keine Angst haben, dass sich die untereinander verkreuzen, weil Tomaten sind eigentlich Wildbestäuber, die bestäuben sich im Regenfall eigentlich immer selber. Ab und zu kommt es mal vor, dass sich so eine Wildtomate in eine Fleischtomate einkreuzt. Dann gibt es eine neue Sorte. Ist aber weiter nicht schlimm, weil oft sind die Nachfolgesorten sogar besser als das Original. Ja, wie gesagt, seit 2009 sind wir unterwegs mit dem Tomatenrondell und am nächsten Bild sehen wir ein Bild im Palermo im Botanischen Garten aufgenommen. Da dachte ich mir, ja sage mal, jetzt muss der Deutsche, wirklich der Italiener, die Vielfalt der Tomaten zeigen. Und ich dachte auch, da unten, da finde ich bestimmt jetzt ganz viele tolle neue Sorten auf Sizilien, ja weit gefehlt. Da gibt es wirklich nur auf dem Markt die 0815 Sorten, halber grüne Fleischtomate und ein paar Datterino und Flaschentomate und das war's dann. Und die Italiener waren wirklich so begeistert von dem Tomatenrondell und ich habe dann damals den ersten Preis gewonnen für die schönste Darstellung auf dem Stand und für das Beste in Kontakt mit dem Publikum, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Italienisch kann. Aber wenn man den ganzen Tag halt bei den Italienern dann hört, oh, guarda tutti pomodori, incredibili, meravigliosa, complimenti, bellissimo, dann wird man irgendwann zum halben Italiener und dann lernen wir noch ein paar Zahlen dazu. Und jetzt bin ich auf ein paar Monate in Italien unterwegs und im nächsten Bild sehen wir nochmal was. Die Tomate ist mit das liebste Gemüse oder Obst, am meisten verkauft, am meisten gegessen, am meisten angebaut. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Tomate viele wertvolle Inhaltsstoffe hat, wie zum Beispiel ein Glückshormon, Tyramin und Serotonin, so Stoffe drin. Und deshalb sind, glaube ich, so die uralten italienischen Frauen einfach immer fröhlich und glücklich und zufrieden. Und es gibt sogar Leute, die sagen, dass Tomaten, wenn man sie in hohem Maße genießt, sogar ein bisschen aphrodisierend wirken. Und da muss man dann natürlich mit dem Konsum etwas aufpassen, was wir im nächsten Bild sehen. Einer hat es völlig übertrieben. Da gab es wohl mal einen, der hat sich fast ausschließlich von Tomaten ernährt. Und wie das bei ihm geändert hat, das wissen wir alle. Bunga, Bunga und so weiter. Im nächsten Bild sehen wir was anderes. Unser Tomatenrondell im Illertissen bei der Gartenlust. Es fehlen ein Begriff, wahrscheinlich waren die meisten schon mal da drüben. Immer umringt von einem Haufen Leuten und in der Mitte kann man ahnen, dass da in der Mitte die Tomaten drin sind. Nächste Bild.
Und so sieht der runde Tisch dann aus. Und wir hatten dieses Jahr oder im letzten Sommer wirklich einen Rekord mit 648 verschiedenen Tomaten auf dem Tisch drauf. Und ich baue auch wirklich alle 1300 Sorten im Moment noch jedes Jahr an. Und weil ich eben die Vielfalt für diesen Tisch brauche, ich baue von den meisten Pflanzen habe ich dann nur eine einzige, das reicht zum Saaten machen und für die Ausstellungstomaten. Und das Schönste für uns ist dann immer, wir haben viele so Wundertüten, einfach Samenmischungen. Wenn Leute kommen und sagen, wir haben letztes Jahr bei Ihnen so eine Wundertüte mitgenommen, was hier, da sind so gute Tomaten rausgekommen. Und dann sage ich immer, bitte von den Besten, macht selber wieder Saaten, macht selber Pflanzen, verschenkt die an Bekannte, an Freunde, an Nachbarn. Und so kann jeder einen Beitrag leisten, dass diese enorme Vielfalt erhalten bleibt. Weil diese Vielfalt, was wir hier alle präsentieren, das ist die großen Saatgutindustrie, ein riesen Dorn im Auge. Die würden das lieber heute als morgen verhindern. Und deshalb steht bei uns Tomatensammlern zum Beispiel auch immer der Zusatz mit dran, nur zur Zierde. Wir verkaufen eigentlich keine Tomaten, sondern nur Zierpflanzen. Das EU-Saatgutverkehrsrecht ist so kompliziert, man müsste jede Sorte einzeln zulassen für 1000 Euro. Das können solche kleinen Betriebe wie wir gar nicht leisten. Und obwohl es keine Tomate gibt, die in irgendeiner Art und Weise giftig ist, aber trotzdem, die Großkonzerne haben da so eine Macht und eine Lobby. Und jetzt soll es scheinbar ein neues EU-Saatgutrecht geben, nachdem Biobetriebe ihre hauseigenen Sorten ganz offiziell anbieten und vermarkten dürfen. Da warte ich heute noch drauf, dass das in trockenen Tüchern ist, aber wir können nur hoffen, dass das passiert. Ansonsten machen wir halt einfach so weiter wie bisher. Wir machen viele Pflanzen, verschenken es an Freunde, Bekannte, wir verkaufen Zierpflanzen und gut ist. Nächste Bitte. Und bei den Ausstellungen, also ich glaube, nichts wird mehr fotografiert wie unser Tomatenrondell, egal ob in Italien oder sonst irgendwo. Ich möchte nicht wissen, wie viele Bilder da inzwischen schon irgendwo rumhängen von diesem Tomatenrad. Und jeder, der das mal live gesehen hat, ist natürlich völlig, völlig hin und weg und begeistert. Dann viele fragen immer, ja, sag mal, wie gehst du mit den Tomaten auf die Reise, wie funktioniert das? Da hat jede Tomate hat ein Namensschild und ein Schälchen, wo die Früchte dann drin sind und die werden jetzt so schlaufenartig in der Kiste durchgelegt. Von hinten in der Ecke geht es los, bis die Kiste voll ist, dann kommt die nächste Kiste und dann werden 3, 4, 5 Kisten voll und dann kann ich mein Rondell belegen. Das funktioniert wunderbar, solange man die Tomaten nicht in so einen kleinen PKW hinten reinstellt. Mein Sohn war mal mit einem zweiten Rondell unterwegs und hatte 3 Kisten voll mit Tomaten und meine Schwester hat nichts Besseres gewusst, als die in den kleinen PKW hinten reinzustellen. Die hat es total verschüttelt, es war alles kreuz und quer durcheinander. Mein Sohn ruft mir, hey, Papa, was soll ich machen? Ich weiß nicht mehr, welche Tomaten zu welchem Schild gehen. Du weißt, wie die Früchte aussehen und du es halt irgendwie nassortieren und das wird schon passen. Und dann am Abend kam ich zum Abbauen und ich glaube 85% haben tatsächlich gestimmt, hat er richtig zugeordnet gehabt. Und selbst wenn da mal jemand eine falsche Bezeichnung zur falschen Tomate hatte, das Saatgut hat er dann trotzdem von der richtigen gehabt. Ja, und dann geht es im August, September geht es los mit der Saatgutproduktion. Wir schneiden die Tomaten auf, die Tomatensamen kommen mit dem Löffelrücken in so eine kleine Sieb rein und dann reibe ich die Tomatensamen etwas aus und tue die Samen dann mit etwas Saft von der Tomate in so ein Becherl hinein. Da bleiben sie 2, 3, 4 Tage stehen und die gären dann so vor sich hin. Und dann ist diese Galoppmasse, die um die Samenkörnel herum ist, die ist dann weg. Ich gär die deshalb weg, weil die als Keimschutz fungiert. Wenn man die Samen einfach so trocknet mit der Galoppmasse, dann dauert der Keimprozess 3, 4 Tage länger. Das ist der einzige Unterschied. Aber wenn ihr jetzt mal irgendwo im Urlaub unterwegs seid und habt eine tolle Tomate, vor allem in Spanien, auf den Kanaren oder so, kommt das öfter mal vor, nehmt einfach ein paar Körner auf der Tempeltasche durch, dann sind Geldbeutel rein. Auch wenn ihr in Amerika seid, das kann man wunderbar dann so durch den Zoll spuckeln. So eine Tempeltasche durch hat man immer im Hosensack, wenn da ein paar Körner dran glaubt.
kann man das am Zöllner gut sagen, das ist vom Abwischer, vom Hundabwischer, das Körnli. Alles gut. Nächstes Mal. Und so sehen die Samen dann aus, wenn sie aus der Tomate rauskommen, dann wie gesagt mit dem Daumen ausrenken, dann kommen sie in die Sieble und werden fermentiert und anschließend getrocknet. Und hier sehen wir schon die unterschiedlichen Farben, also wirklich eine grüne Tomate hat dann auch so eine grüne Galoppmasse außenrum, eine rote und da kann man... In dem Stadium kann man es eigentlich dann fast nicht verwechseln. Also wenn da eine dunkle Tomate und da sind gelbe Samen drin, dann denkt man, oh, da kann was nicht stimmen, das passt nicht. Aber ansonsten, alles gut. Und dann, wenn die Samen dann getrocknet sind, landen sie in den Kisten. Und inzwischen haben wir in unsere Kisten, ja, wie gesagt, über 1200 Sorten jetzt schon im Verkauf. Und jedes Jahr kommen noch ein paar neue, spannende, tolle Sorten dazu. Jetzt ist eigentlich die Idealzeit zum Säen. Ich habe meine 1300 letzte Woche schon gesät. Buschtomaten, Cocktailtomaten, Wildtomaten kann man jetzt noch super säen. Also was jetzt fast schon ein bisschen spät ist, sind die großen Fleischtomaten. Chili Paprika ist auch schon etwas spät. Diese kleinen fruchtigen Paprika, sowas würde noch gehen. Aber was zum Beispiel noch super zum Säen ist, jetzt um die Zeit sind Gurken und Zucchini. Es kommt eigentlich erst Mitte April Basilikum und sowas. Das meiste Zeugs kann man eigentlich später sehen. Und die Tomaten, wie gesagt, gestern war zum Beispiel Fruchttag, heute ist glaube ich auch nochmal ein idealer Zeitpunkt zum Säen. Also, und von meinen 1300 sind dort ungefähr 50, die schlecht gekeimt haben, wo ich nochmal nachsehe. Und das ist wirklich dann überhaupt kein Problem. Also es gibt nur tolle, große Pflanzen und reife Früchte. Ja, ich sehe aus, das ist so eine beheizbare, ein kleines Zimmergewächshaus. Die Tomaten und auch Gurken und Zucchini und Paprika mögen einfach schön warm zum Keimen. Und diese Platten heizen nur 25, 30 Grad. Und ich nach dem Aussehen nehme ich kein normales Wasser, sondern ich nehme handwarmen Kamillentee, tue die mit Kamillentee angießen. Der Kamillentee wird antiseptisch, das ist quasi gleich eine Bio-Beize. Und dann keimen die noch besser und... zum Aussehen, nach dem Aussehen kommt eine Folie drüber oder so eine kleine Gewächshaushaube. Sobald sie rauskommen, dann müssen sie spätestens ans Licht. Und nach zwei Wochen, wenn sie dann so aussehen, nach zwei Wochen kommen die aus diesen kleinen Töpfen raus. Also das ist meine Aussaatmethode, weil ich so viele verschiedene Sorten habe und wenig Platz. Profigärtner gehen inzwischen her und tun die machen quasi eine Einzelkornsaat, immer schöne Reihen und die Samen weit auseinander, dann werden die Sämlinge schon ziemlich schön und kräftig. Und im nächsten Bild sehen wir die Sämlinge, wie sie dann vorm Pikieren sind. Das ist meine Hauptarbeit dann die nächsten zwei Wochen. Sämlinge auseinandernehmen, da sieht man in der Mitte schon das normale Tomatenblatt kommen. Und da kann man die Sämlinge dann schon etwas tiefer reinpflanzen und überall, wo der Stängel dann mit neuer Erde in Berührung kommt, machen die neue, frische Seitenwurzeln und werden schön kräftig. Und ganz wichtig, nach dem Pikieren raus aus dem warmen Wohnzimmer, am besten ist wirklich ins Gewächshaus raus, das sollte man dann aber nachts auf mindestens 10 Grad heizen. Und dann bleiben die schön kompakt und stabil. Wenn sie nachts zu warm haben, dann werden das lange, dünne Stachselige, die schießen euch immer auf der Suche nach Licht. Und im Gewächshaus draußen hat es einfach viel mehr Licht und nachts eben diese kühleren Temperaturen. Ja, und so sehen sie dann Mitte, Ende April aus. Das sind jetzt lauter verschiedene Frühtomaten, Buschtomaten. In zwei, drei Wochen sind die jetzt ideal eigentlich dann für den Verkauf. Und wir haben meistens an Ostern dann schon einen Pflanzenverkauf in München, wo die Leute schon fertige Tomatenpflanzen kaufen. Und ich sage denen aber immer noch, bitte April, ihr müsst die noch vier Wochen rumziehen. Das muss euch klar sein. Ja, das macht nichts.
Sie schaffen das irgendwie so. Wenn ihr aufpasst, ihr kommt nochmal zum Kaufen. Nein, nein, nein. Und viele von denen kommen wirklich tatsächlich nochmal, wenn man es halt morgens losstellt und dann am Abend vergisst, dann wird es halt doch kalt und vorne stellt der Abkürz ins Gewächshaus, nein, die fällt um und das halbe Gewächshaus brennt ab, habe ich alles schon erlebt und also die tollste Sache. Da wirklich lieber erst Mitte Mai die Pflanze kaufen oder Anfang Mai und dann kann man die Zeit eigentlich nur gut überbrücken. Nächste Bild. Und in so einer Kiste sind 15 Pflanzen drin und 100 solche Kisten hatte ich letztes Jahr zum Versorgen. Also ich fange dann an zu pflanzen Ende Mai und Mitte Juli bin ich dann so weit, dass ich alle meine Tomaten an Ort und Stelle habe und dann brauche ich eine Woche Auszeit, nichts mehr sehen außer Pflanzen und genau, nächste Woche. Ja, und so sieht im Juli oder im Mai dann unser Verkaufsgewächshaus, ist alles eher etwas klein und eng. Aber das ist so toll, wenn dann so Mitte Mai noch Leute kommen mit einer Liste von Tomaten, ich hätte gern die und die und die und die, und die finde ich dann noch. Dann kriegen sie die Pflanze manchmal ein bisschen kleiner, manchmal auch ein bisschen langstielig, aber da sage ich, pflanzt die tiefer, legt die schräg rein, auf dem nächsten Bild sehen wir dann, und von den nächsten Bildern sehen wir, wie die Tomaten gepflanzt werden. Wenn man die schräg reinlegt, machen die überall nochmal Seitenwurzeln und werden umso stabiler und kräftiger. An dem Bild kann man erkennen, dass die Tomaten ursprünglich eigentlich wirklich Zierpflanzen waren, wo sie nach Europa kamen. Die haben so viele unterschiedliche Blätter, gelbliche Blätter, ganz dunkelgrüne Blätter, ganz lange spitzige Blätter. Ganz unten links die Green Sausage, da sieht man, das ist eine Flaschentomate, die mit den langen spitzigen Blättern, das ist oft das Zeichen für eine Flaschentomate. Und da in der oben rechts diese gelbliche, das ist eine Buschtomate mit gelben Früchten und orangen Streifen, die Tigerette Cherry und ja, nicht mehr. Und so wurden die dann ausgepflanzt, also Mitte, Ende Mai Tomaten auspflanzen. Ich habe viel in Töpfe drin, ganz wichtig, wenn ihr Töpfe neu bestückt, immer ein bisschen normale, lehmige Gartenerde unten rein, weil die Pflanzen holen aus dem lehmigen Bestandteil in der Erde drin zum Teil auch ihre Geschmacksstoffe. Es gibt Profigärtner, die sagen, ich spiele Köln, wo Tomaten wachsen, die können auf Steinwolle und mit flüssigen Nährlösungen und die Erde hat keinen Einfluss auf den Geschmack von der Tomate, sagen die, und dann sage ich, ja genau, das erzählen wir einem Winzer, der lachen die aus. Es ist das Entscheidende, wo was wächst, wie dann auch was schmeckt. Und da, das ist jetzt das Bild. Ich lege die wirklich schräg rein und in so einem großen 30-Liter-Topf kann man ruhig auch mal zwei Cocktailtomaten reinpflanzen. Die Fleischtomaten kriegen jede einen extra Topf und schräg rein, dann mit Erde auffüllen und etwas Dünger mit rein. Nächste. Da seht ihr jetzt einmal der Wolldünger vom Rödberghof. Willkommen Rödberghof, die sind auch da und haben wirklich einen hervorragenden Dünger entwickelt. Er könnte euch aber Story erzählen, was das für eine Odyssee durch die Genehmigungsbehörden war, bis der endlich genehmigt hat, dass er aus der Schafwolle Dünger herstellen darf. Und das ist so ein wertvoller Rohstoff, so ein toller Dünger. Und die Untersuchungsergebnisse haben es gezeigt, grandios gut. Und früher hat man das als Sondermüll entsorgen müssen, so ein Schwachsinn. Und wirklich, wie lange es dauert hat, dass er das endlich genehmigt gekriegt hat. Jetzt ist die Genehmigung da, jetzt machen es viele. Ich bleibe beim Rödberghof treu und ich finde es echt klasse, dass er das entwickelt hat. Was wir da noch sehen, sind die weißen Kügelchen, das ist das Patent-Kali oder Kali-Magnesia. Die meinen auch gerade, wir machen immer Tomatenpflanzen in großen Töpfen für uns, für die Ausstellung bei unserer Weinarbeit. Und die hängen immer brechend voll mit Früchten. Unglaublich, was da dran hängt. Selbst die größten Fleischtomaten in so einem Topf drin, von unten bis oben voll. Da sage ich, sag mal, was tust du, dass die so tragen? Ja, das ist dieses Patent-Kali oder Kali-Magnesia, das er da noch mit reintut. Dann immer wieder mal ein bisschen Flüssigdünger. Und dann setzt die Tomaten ordentlich an. Und da kann man selbst wirklich in Topfkultur gute Ergebnisse erzielen. Ja, Töpfkultur, da stehen sie in Reihe und Glied und ein ganz leichter Bachvorsprung,
da, das Holz wird warm, das ist volle Südostseite und da strahlt dann am Abend die Wärme ab. Ideal Standard ist zum Beispiel auch an der Hauswand entlang mit einem Dachvorsprung. Also da kann man wirklich super gut Tomaten in Töpfe kultivieren. Optimal wäre es natürlich, wenn ihr an der Hauswand dann eine Reihe Platten rausnehmt und die Tomatentöpfe auf das Kies draufstellt. Und die Wurzeln nehme ich dann unten aus dem Topf raus und dann könnt ihr die Gießintervalle immer mehr in die Länge ziehen. Weil Tomaten haben nämlich die Eigenschaft, die sind permanent auf der Suche nach Wasser, die Wurzeln. Und je weniger die kriegen, umso mehr Wurzelwachstum machen die nach unten. Also ich habe bei mir im Gewächshaus, da war ein sehr, sehr heißer Tag, da war vorne drin, waren ein paar Pflanzen, die ganz welke Blätter schon hatten. Da dachte ich, oh, die muss ich heute Abend unbedingt noch gießen, sonst sind die morgen kaputt. Und hab's natürlich vergessen und am nächsten Morgen ist mir beim Kaffee Südikäus eingefallen, oh, jetzt hast du die Tomaten vergessen, jetzt ist sie wahrscheinlich tot. Komm los ins Gewächshaus, ich finde sie nicht mehr. Da war keine Tomate mehr mit hängenden Blättern. Die hat in der Nacht mindestens 10, 15 cm Wurzeln nach unten gemacht und hat da Wasser gefunden. Und stand wieder da wie eine Eins. Hätte ich die gegossen, hätte die die Wurzeln nicht gemacht. Also man kann wirklich seine Pflanzen erziehen. Ihr könnt Tomaten verwässern, dann schmecken sie auch wässrig. Ihr könnt sie aber sparsam gießen, dann schmecken sie deutlich, deutlich besser. Ja, nächste Bild. Genau, das war zum Thema Gießen, da können wir gleich weiter switchen. So, hier sehen wir eine Tomatenblüte und eine Sorte mit panachiertem Laub. Das ist eine gelbe Rundtomate. Und da sieht man wunderschöne Blüten und schöne Blätter, wirklich die ersten waren eigentlich Zierpflanzen. Und interessanterweise, die ersten, wo in Europa waren, waren eigentlich auch goldgelb. Also ich habe viele italienische Kunden und auch in Italien heißt es immer, die gelbe Tomate muss rot sein. Da sage ich ja ausgerechnet, ihr Italiener sagt mir, dass eine Tomate rot sein muss. Bitte du Italiener, sag mal, wie heißt eigentlich Tomate auf Italienisch? Pomodoro. Ja, jetzt übersetzt das bitte mal auf Deutsch. Goldapfel, ja, nicht Pomodoro, sondern Pomodoro heißen die. Die ersten waren wirklich goldgelb und bei Blindverkostungen schneiden gelbe und orange meistens deutlich besser ab als rote Tomaten. Da diese Vorliebe zu den roten Tomaten, da war irgendwann in Rom auf einem Markt ein Gärtner, der hatte rote Tomaten gefunden und hat die da angeboten. Und das war was Neues und plötzlich wollten alle nur noch rote Tomaten und die gelben sind fast verschwunden. Gott sei Dank gibt es noch ein paar so Sammler und Jäger und Sammlerinnen, die einfach die Gelben am Leben erhalten haben und Gott sei Dank gibt es die noch. Und hier sehen wir eine sogenannte, also das ist die Blüte von der Fleischtomate, wirklich auch im Detail aufgenommen. So eine schöne Blüte, da sieht man wirklich eine Zierpflanze. Und im nächsten Bild wird es noch kurioser. Da sieht man, dass ganz viele Blüten miteinander verwachsen sind. Das ist die sogenannte Königsblüte. Die wird oft in Profibetrieben weggemacht. Es ist quasi so, eigentlich fast schon ein bisschen gemein. Man nimmt der Familie das erste Kind und dann kriegen die Panik. Die wollen ja eigentlich nichts anderes als sich weiter vermehren und die Genetik am Leben erhalten. Und wir nehmen das erste weg und dann machen die umso mehr Nachkommen, damit sie eben sich weiter reproduzieren können. Ja, und das Bild nehme ich immer als Anlass zum Thema Ausgrenzen. Das ist nämlich auch eine Wissenschaft für sich. Der Stekovic im Burgenland tut überhaupt gar nichts ausgrenzen, weil dieses Ausgrenzen an den Tomaten, das ist eigentlich immer Stress für die Pflanzen. Also wenn man da permanent rumdoktert und da Blättle wegmacht und da Seite drin rausbricht, das versetzt die Pflanzen unter Stress und dadurch werden die deutlich anfälliger für Erkrankungen, auch für Pilzerkrankungen. Das beste Beispiel habe ich selber erlebt bei mir im Garten. Ich hatte vor 3 Jahren noch wunderschöne Buchskugeln und Buchshecken und da hat der Buchsbaum Pilz zugeschlagen. Und zwar nur die geschnittenen Kugeln und die geschnittenen Hecken. Die waren alle so verpilzt, dass sie wirklich kaputt gegangen sind. Und die freiwachsenden Buchse hatten nichts. Das heißt, dieses permanente Traktieren von den Pflanzen, das macht die so anfällig und so ist so ein Stress.
Deshalb ist Ausgrenzen nicht immer das Nonplusultra. Wenn sie zu eng stehen, ist sicher gut, damit sie schneller abtrocknen im Freiland. Aber wenn Ausgrenzen ist schön Wetterarbeit. Nie an einem regnerischen, kühlen Tag, sondern immer nur an einem schönen, warmen, trockenen Tag morgens, dass die Wunden schnell abtrocknen können. Und dann kann auch die Pilzinfektion nicht so schnell funktionieren. Und bei uns ist natürlich Tomatenanbau unabdingbar mit dem Dach eigentlich verbunden. Vor allem die großen Fleischtomaten sollte man zwingend überdachen, um sie eben vor diesem Dauernass, vor diesem Dauerregen zu schützen. Also zum Beispiel wer 2021 Tomaten im Freiland ohne Überdachung geerntet hat, da kann man sagen, schade. Bei mir war wirklich alles radikal kaputt, alles was im Freiland ohne Schutz gestanden ist, war kaputt. Bis auf eine einzige Sorte, die so wie war, die erste Open Source Sorte, eine kleine gelbe Cocktail, die stand zwischen alle Braunfäuleopfer drin, kerngesund, die hatte nichts. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Sorte, die nehmen passionierte Tomatenzüchter als Grundlage, um wieder stabilere Braunfäule tolerante Sorten zu bekommen. Es gibt ein paar tolerante Sorten wie Martina, Demirao, Golden Currant und so weiter. Aber im Grunde genommen ist wirklich die beste Anbaumethode Freiland mit einem einfachen Dach drüber ringsherum offen, damit es schön durchluftet, damit sie schnell abtrocknen können. Da erzielt man eigentlich wirklich die besten Erfolge. Das ist jetzt zum Beispiel die Golden Currant, eine ganz, ganz frühe Sorte. Und die kann man, das ist so eine Wildtomate, also die kann man sowohl wirklich ohne Regenschutz draußen pflanzen. Ist oft Ende Juli oder Ende Juni schon die ersten reif. Und wirklich bis zum Frost hat man der Tomaten. Und das ist so eine wohlschmeckende, weichschalige Sorte, die schafft es eigentlich nie in die Küche. Die ist immer so direkt vom Stock weg im Mund. Und es gibt ja eigentlich nichts Schöneres als im Sommer draußen eine sonnenwarme Tomate direkt vom Stock in den Mund zu schieben. Vor allem Kinder genießen das. Und ich habe immer wieder Kunden, die berichten, sie haben so kleine Wildtomaten am Hauseingang stehen. Da kommt auch keine in die Küche. Alle Leute, die zu Besuch kommen, naschen da Tomaten weg und freuen sich an diesen guten Geschmack von alten Tomatensorten. Das ist eine weiße Sorte. Also das ist die Snowberry bzw. die Bianca ist noch etwas kleiner und die Bianca ist die süßeste Sorte überhaupt, die es gibt. Die hat 45 Grad Öchsle, also aus der Bianca können wir tatsächlich einen Wein herstellen. Und an diesen weißen Sorten merkt man, dass die Tomate botanisch gesehen eigentlich eine Beere ist. Es ist eigentlich gar keine Gemüse, sondern ist wirklich eine Beere. Und die haben also einige mit unglaublich vielen aromatischen Süßstoffen mit drin. Dann haben wir, das ist zum Beispiel so eine Tomate, da bin ich oft im Sommer dann unterwegs mit dem Tomatenrondell und habe ein Schälchen mit reifen Früchten und halte es die Leute hin zum Probieren. Da kann ich in der anderen Hand dann eigentlich gleich selber Tütle auch hinhalten, weil das geht. Die probieren die Tomate und sind begeistert. Es ist die Red Spoon, die genau so schmeckt wie beim Opa früher, das Aroma. Und ist halt wirklich nur Johannisbeer groß, aber das ist ein absolutes Gedicht, so eine Tomate, zum Beispiel den ganz fein geschnittenen Endivien-Salat rein, eine Handvoll von den Tomaten, oder wenn er eine Tomatensuppe macht, eine Handvoll Tomätchen rein und dann die Suppe drauf und den Batzercreme fresh, Basilikum, Blüten und Blätter rein. Und wenn ihr so eine Suppe esst und beißt dann beim Essen noch so eine kleine Tomate drauf, das ist, ich sage immer, wie Rosinen im Hefezopf. Dann haben wir einige Kindersorten. Diese Datteltomaten, die Freddy, das ist so eine leckere, knackig, aromatisch, fruchtige Sorte. Wir haben so 6er-Set zusammengestellt, wo jetzt speziell Sorten für Kinder drin sind zum Beispiel. Also Kinder lieben diese knackigen, dattelförmigen Tomaten. Dann, die meisten kennen ja die Tomaten eigentlich so mit einer langen Rispe, links, rechts eine Tomate. Es gibt aber etliche Sorten, sogenannte Multiflora-Sorten. Die haben
wie Trauben, Tomaten, unzählig viele an einem Blütenstrang. Da gibt es zum Beispiel die Mikrobari von Lukas Wallmann. Da hat das Rekord war mal 700 Tomaten an einem Fruchtriegel. Also bei der sind es oft auch 100 Tomaten bei der Barry's Crazy Cherry. Auch fruchtig und süß. Nochmal eine andere Wildtomate mit ganz besonderem Laub und besonders glänzenden Früchten. Das ist vermutlich eine andere Unterart der Tomate. Und solche Tomaten nehmen wir dann gerne auch zur Weidezucht her. Das sind die Urwildformen und das gibt dann oft wieder ein bisschen stabilere Sorten, was krankheitsresistenten anbelangt. Dann haben wir die Black Cherry, schwarze Kirsche, einfache Tomate, so gute Einsteigersorte. Wer die mal hat, möchte wieder dunkle Cocktailtomaten, saftig, süß, fruchtig. Also das ist auch, die gehört eigentlich ins Grundsortiment immer mit rein. Und dann, das ist jetzt eine blaue Wildtomate, die ist bei mir zufällig entstanden. Und zwar, ich hatte schon vor vielen Jahren so eine kleine, unscheinbare blaue Tomate, die heißt wirklich blaue Wildtomate, angebaut. Die eigentlich so grün-gelbe mit einem bläulichen Schimmer Früchte hat, die man nicht isst, die gar nicht schmecken, aber wunderschöne Blüten. Aber die haben einen hohen Druck von diesem Anthocyan, von diesem blauen Farbstoff drin. Und alle diese neuen blauen Tomaten, egal ob Mar Azul oder Schwarze Italie und Königin der Nacht und wie sie alle heißen, die haben einen sehr, sehr hohen Anthocyan-Anteil. Im nächsten Bild sehen wir, glaube ich, mal so eine dunkle, genau die Brad's Atomic Grape. Die hat es jetzt zweimal hintereinander in ein Jahresbest auf reingeschafft, weil sie so fruchtig und aromatisch und süß schmeckt. Brad's Atomic Grape. Ich mache jedes Jahr, wenn ich die Tomaten entsame und dann die Reste natürlich probiere, dann denke ich, immer wieder gibt es Tomaten, leck mir mal ein Stück gut. Ja, unglaublich, so gute Tomaten hast du ja noch gar nicht. Also kommt wirklich jedes Jahr immer wieder vor und die landen dann im Jahresbest drauf drin. Und diese Brad's Atomic Grape hat es also zweimal da reingeschafft, weil sie so aromatisch und knackig und fruchtig schmeckt. Dann diese Sorte italienische Weinbautomate, das ist seit vielen Jahren die, wo man am meisten Saatgut brauchen. Das ist auch eher eine bisschen festere Tomate, rot mit grünen Streifen und innen drin ein ganz dunkles Fruchtfleisch, sehr, sehr aromatisch und saftig und fruchtig. Also das ist auch eine Grundsorte, die in keiner Sammlung fehlen darf, die italienische Weinbautomate. Ja, und dann die ersten blauen waren geschmacklich jetzt nicht so der Burner. Da gibt es die Urso Blue und die Blue P20 und Helsinki Junction Blue. Aber sagen wir, wenn ihr so eine Tomate in einen schönen Salat macht, und da braucht man halt ein bisschen mehr Salz und ein bisschen Cremo Balsamico drauf, das Auge isst einfach mit. Es geht nichts über einen schönen bunten Tomatensalat und mit dieser dunklen blauen Farbe ist nochmal ein i-Tüpfele und unterscheidet sich von einem normalen roten Tomatensalat. Genau, das ist diese Mar Azul, die habe ich in La Palma in Spanien gefunden. Traumsorte, sehr, sehr aromatisch und fruchtig und mit ganz, ganz hohem Anthocyananteil. Also die blauen Fleischtomaten, ich sage immer, das ist der Anthocyan, diese blaue Farbe ist der gleiche Farbstoff, was im Rotwein auch drin ist. Blaue Tomaten sind schnittfester Rotwein ohne Alkohol. Also ganz, ganz super. Und also das ist so witzig, wie die Natur mit der Formenvielfalt spielt. Das war irgendwann einfach eine Cocktailtomate, die hat sich zu einer Birntomate entwickelt. Und da hat mir vor vielen Jahren eine sehr alte Dame angerufen, sie sind doch der Herr Schick, der die Tomatensorten erhält, und ich habe eine, die wir seit ganz vielen Jahren schon anbauen, und ich möchte nicht, dass die verloren geht. Wir wissen den Namen nicht genau, wir haben halt im Rostraum gesagt, weil sie aussieht wie so eine Glühbirne. Und
Die Frau hieß überall mit Nachnamen und diese Sorte gibt es jetzt seit 10 Jahren bei uns als überall Osram. Wahrscheinlich lebt sie schon gar nicht mehr, aber ich vermute, wenn die Ober im Himmel das hört, dann freut sie sich jedes Mal und lacht, dass ihre überall Osram erhalten bleibt. Und da haben wir also schon viele, viele Päckchen Saatgut unter die Leute gebracht. Und die ist auch vom Aroma her und vom Geschmack her wirklich eine tolle Sorte. Die bleibt da, solange ich lebe und das mache mit den Tomaten, solange bleibt die Sorte da. Dann, wer Fan ist von Soßentomaten, der kommt um die Flaschentomaten nicht drum herum. Viel Fruchtmark. Zum Teil wenig Wasser drin, aber einfach ideal für Soßen. Ganz, ganz wenig Körner meistens. Und die sind auch ideal zum Trocknen. Also die schneiden wir oft an der Länge nach auf, dann sie in den Dörrapparat einlegen mit der Schnittfläche nach oben. Kurz ein, zwei Tage lang trocknen. Und ich habe meine getrockneten Tomaten, bewahre ich einfach so offen im Kühlschrank auf, in der Schale drin. Und wenn ihr Gemüsepfanne macht, kurz vorm Fertigdämpfen, so kleingeschnittene Tomaten mit rein, so aromatisch und vom Geschmack her, das ist wirklich eine Würze dann, was man da in sein Gemüsegericht reinpacken kann. Und vor allen Dingen, man weiß, was drin ist, das sind eigene Tomaten im eigenen Garten gewachsen und mit den eigenen Händen geerntet, einfach. Toll. Ja, und dann die ganzen Ochsenherzen, wunderschöne herzförmige Tomaten. Das ist zum Beispiel, ich habe die kroatische Haussorte Domata Teta Katika, Tante Katika aus Kroatien. Schöne, große, herzförmige, samenarme Fleischtomaten, unglaublich lecker, kann man zum Teil schöne Mozzarella-Scheiben machen oder manchmal sind die auch so festfruchtig, diese Beefsteak-Tomaten, dass man richtig schöne quadratische Würfel schneiden kann. Und also da braucht man dann einfach die größeren Fleischtomaten. Und dann von der Farbe her, es gibt so tolle Sorten bei der Ananastomate. Ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Ananastomaten es gibt. Also ich habe bestimmt 10 und andere Ananassorten, blaue Ananas, dann Ananas Noir, kartoffelblättrige Ananas, Ananas vom Dreschflegel. Und das sind Tomaten einfach von der Optik her und vom Geschmack her so aromatisch und gut. Und wenn ihr da eine Mozzarella-Platte macht, das ist einfach, ja, total schön. Und Ananastomate heißen sie deshalb, weil der Frucht sieht man eigentlich ganz gut. Das erinnert so ein bisschen an das Fruchtfleisch von der Ananas. Dann haben wir viele geriffelte Tomaten, das ist die Accordeon Cherry, auch eine sehr, die hat eine gut ausgewogene süße Säureverhältnis. Also, ich habe irgendwann einmal einen Käsekuchen gegessen und mit so einer halben Tomate miteinander gegessen. So gut, also ich empfehle, macht einmal einen Käsekuchen und dann den aufschneiden und dann halbe Accordeon Cherry Tomate drauf. Ist etwas sehr ungewohnt von der Optik her, aber nachher, wenn man diese Kombination aus diesem süß-säuerlichen von dem Käsekuchen und dann diese süß-säuerliche Aromen von der Tomate ausgesprochen lecker und gut. Das ist jetzt die normale, bekannte, herkömmliche Ananastomate, wunderschön gelb-rot marmoriert, aufgeschnitten, innen drinnen auch. Tolles Farbenspiel. Ananastomate kann man nirgendwo im Laden kaufen, die kann man nur selber anbauen. Ich glaube, wahrscheinlich jeder, der hier Saatgut anbietet, hat diverse Ananastomaten im Angebot. Probiert es aus, auf jeden Fall, es lohnt sich immer. Wie gesagt, das ist eine Tomate, die kann man nicht kaufen, die muss man selber anbauen. Dann auch eine Anto-Sorte, das ist die Anto Weiß, die sage ich mal Weihnachtstomate. Die hat oft dann so am Ansatz diese Sternle drauf, also manchmal noch ausgeprägter, auch sehr süß und fruchtig und aromatisch. Also die neueren blauen Tomaten sind auch wirklich vom Geschmack her richtig super lecker. Dann haben wir Tomaten, die sehen aus wie so Porzellaneier. Im unreifen Zustand sind die Früchte nicht grün, sondern wirklich weißlich. Und die hat den Garden Award in England gewonnen. Das ist die Pink Shirley, eine pinkrote Eiertomate. Saftig, schnittfest, aromatisch, lecker.
Dann haben wir die Gargamel, wie der Zauberer von der Schlümpfe. Das ist auch eine tolle schwarze Tomate. Die habe im letzten Jahr, die ist an der Vollsonne gestanden und war wirklich kohlrabenschwarz. Also je mehr Sonne die ablegt, umso dunkler wird sie. Und innen drinnen ist sie rot. Und auch, also einfach, ja, ein Gedicht, so eine Tomate zu essen, ist einfach toll. Dann, wir haben vorher die ganz kleine gesehen, die rote Johannisbeer-Tomate und der Gegenpose, die hat dann die ganz großen Fleischtomaten, manchmal 1,5 bis 2 Kilo, das ist das venezianische Ochsenherz, wirklich Riesentomaten und trotzdem vom Geschmack her so lecker und aromatisch. Das sind also keine Kinderhände, sondern das sind Hände von einer erwachsenen Frau, die diese Tomate da hält. Die ist auch im Topf, also ist in meiner Augen am Bodensee gewachsen. Ja, und das sind jetzt diese ganz dunklen schwarzen Tomaten. Das war beim Tomatenfest, bevor es losging, hing die so voll und nach dem Tomatenfest war eine Frucht noch dran. Und viele Leute haben Früchte mitgenommen. Schade, weil die eigentlich noch gar nicht reif waren. Mit der können sie nichts anfangen. Weil viele von denen schwarzen brauchen extrem lange, bis die reif sind. Und da hilft im Zweifelsfall immer so ein bisschen ein Drucktest. Oder dann diese Kelchblätter hochheben. Wenn es da drunter noch grün ist, sind sie noch unreif und noch nicht fertig. Wenn es drunter rot oder gelb ist, dann weiß man, okay, jetzt beginnt der Reifenprozess. Dann, es gibt inzwischen eine Märchenserie, das sind auch lauter Open-Source-Sorten. Das heißt, diese Open-Source-Sorten sind jederzeit immer für alle frei zugänglich und die dürfen nicht kommerziellen Zucht hergenommen werden, dürfen nicht patentiert werden, alles was aus denen entstanden ist, sondern es ist für immer frei und das ist eine ganz, ganz tolle Bewegung, eine Gegenbewegung zu der ganzen Gentechnik-Geschichte. Die Open Source, wenn euch sowas unter die Hände kommt, unbedingt zuschlagen. Das ist die Märchen Engel. Da gibt es eine ganze Serie, Märchen Gold, Märchen Frucht, Märchen Wald, Märchen Engel, Märchen Fee und so weiter und so fort. Ich glaube, inzwischen habe ich 10 verschiedene Märchentomaten und ja, immer wieder entsteht eine neue und die muss dann mit dazu, die gehört mit dazu. Dann eine kleine gelbe Multiflora-Sorte, auch mit unglaublich vielen Tomaten an einem Fruchtwirbel dran. Halbhohe Sorte, das ist die Aprikosa. Sehr, sehr fruchtig und süß, eine tolle Kindertomate und eben auch mit den traubenförmigen Tomaten dran, also ganz, ganz super lecker. Dann so interessante, tolle Farben, das ist die Pitanga Orange, dann gibt es da auch rote mit so starken Furchen, einige Ochsenherzen sind auch so stark gefurcht und einfach schöne, leckere Tomaten, also da wird schon eine aufgeschnittene Scheibe von der wie ein Kunstwerk. Und manche Tomaten erinnern mich doch sehr, sehr stark an, also wenn ich die Tomate so angucke, dann läuft es mir fast eiskalt der Buckel runter, weil es ja wirklich echt, alles Leben hängt so eng miteinander zusammen, egal ob Pflanzen oder Tiere oder Menschen, das sieht für mich aus wie so ein menschlicher Embryo und das ist für mich so ein Zeichen, wir müssen mit viel mehr Respekt mit allem Leben auf der Welt umgehen. Nicht nur uns schützen, sondern wirklich auch die Tiere schützen, auch die Pflanzen schützen. Alles ist eng miteinander verwoben und alles hat seinen Wert und ist wichtig und für das Gesamte. Ja, und dann manchmal haben sie ganz wunderfüßige Tomaten mit Manesle dran, eine nette gelbe Cocktailtomate mit Beethomädchen. Genau, das war dann dieser schlimme braunfaule Sommer. So sieht es aus und dazwischen drinnen eine einzige Sorte, die nichts hatte, das war eben dieses Unviva, wo ich vorher erzählt habe. Das hatten wir letztes Jahr ganz häufig, die sogenannte Blütenendfäule. Die Blütenendfäule ist keine Krankheit, sondern es ist eine Mangelerscheinung. Das heißt ein Kalziummangel während der Blühphase. Und der entsteht
meistens nicht durch Kalziummangel im Boden, sondern durch extrem hohe Temperaturen während der Blühphase. Bei Temperaturen um 25 bis 30 Grad funktioniert der Kalziumtransport in der Pflanze nicht mehr richtig. Und dann sind diese Früchte, die in dieser Zeit entstehen, kriegen diese schwarze Spitze. Wenn es nur ein kleiner Fleck ist, kann man das problemlos wegschneiden. Man muss sie also nicht wegschmeißen, sondern man kann die immer noch verwerten und essen. Behandeln, wirkungsvoll behandeln kann man das eigentlich nur durch Absenken der Temperatur, was in den meisten Fällen nicht funktioniert, oder durch kalziumhaltige Flüssigdünger, Blattdünger über die Blätter. Also die Profis geben da kalziumhaltige Dünger, nur so kann man dem eigentlich wirkungsvoll beikommen. Es gibt immer wieder Tomatenfolgen, wo Leute behaupten, ja, ich habe einfach eine Kalziumtablette in Wasser aufgelöst und damit gegossen und dann hat es aufgehört. Dass es in der Zeit dann aber nicht mehr so heiß war, so, dass es eben an den niedrigeren Temperaturen lag und nicht an der Kalziumtablette, das sehen die Leute dann irgendwie nicht ein. Die behaupten dann schreiben fest, das war die Kalziumtablette. Aber da können wir genauso gut Gummibärler vergraben, das hilft gleich viel. Ja, und dann heißt es immer, Schnecken würden keine Tomaten fressen, das halte ich für ein Gerücht. Also die fressen sehr, sehr gerne auch Tomaten, vor allem, gut, wenn sie nichts anderes findet sowieso, aber wer seine Tomaten mit einer Mulchschicht anbaut, und dann sind sie eigentlich erst einmal da beschäftigt und es dauert dann relativ lange, bis sie hochgehen an die Früchte. Ja, und dann im Sommer haben wir eine reiche Ernte, das ist so toll, wenn ich dann mit meinem Korb durch den Garten gehen kann und einfach ernten kann und die Gastrobetriebe in Laubheim, Rote Ochse, der freut sich, wenn ich mit so einem Korb vollkommt, wenn er dann ein schöner bunter Salat seine Kunden anbieten darf. Und das sind ja meistens dann so viele, die wir selber gar nicht veressen können. Und beim Tomatenfest gibt es auch noch wieder ein paar so kleine Auswahlkörbler zum Mitnehmen. Da muss man allerdings immer früh kommen, weil die einfach ja, viel zu schnell weg sind. Ich soll einfach nur mehr Fläche haben für unseren Anbau. Dann könnte man diese schöne, fruchtige, geschmackvolle Vielfalt noch viel mehr unter die Leute kriegen. Aber ja, die Flächen werden rar. Wir brauchen viel Flächen für Energieanbau und so weiter und so fort. Das hat immer alles zwei Seiten. Ja, so sieht es dann aus, wenn ich die Tomaten auf dem Boden ausbreite, in der Mitte die Ananas und einfach diese schöne, bunte Vielfalt noch einmal ein bisschen anders als so in dem Hotel. Das Innenleben von den Tomaten, auch da sieht man, was da für schöne unterschiedliche Farben sind. Und wenn man dann wirklich eine Mozzarella-Platte macht, ist es was Tolles. Genau. Und richtet die Tomaten schön aufknitten an mit essbaren Blüten. Da haben wir zum Beispiel die Blüten von der Wegwarte, beziehungsweise das sind Blüten vom stehen gelassenen Zuckerhutsalat. Also wenn ihr einen Radicchio oder einen Zuckerhut habt, im Winter nicht geerntet, lasst ihn stehen, lasst ihn blühen. Der blüht genau gleich wie die Wegwarte und die Blüten könnt ihr essen und bereichern wirklich jeden Salat. Dann die ganzen Basilikumblüten, Salbeiblüten, genau das ist der Honigmelonen-Salbei, beziehungsweise und dann auch wieder Wegwartenblüten, ober, ganz rechts ober in der Ecke sind die kleinen Blüten von der Gundelrebe oder vom Gundermann, die sind dazu noch unglaublich mineralstoff- und haltig und vitaminhaltig. Ja. Noch einmal ein Bild von aufgeschnittenen Tomaten mit der Malve, die wilde Malve, auch eine so eine dankbare Pflanze, blüht den ganzen Sommer über durch, sucht sich dann ihre Plätze in eure Gärter und die Insekten freuen sich und ihr könnt euch an den Genuss freuen. Von den Malven kann man übrigens nicht nur die Blüten, sondern auch die Blätter als Spinat essen. Da gibt es dann noch die Krausewalbe, das ist dann eine spezielle Gemüsewalbe, aber ich liebe jetzt einfach diese ganz normale wilde Malve. Ja, und dann gibt es, in Russland gibt es nicht bloß ein verrückter Putin, sondern da gibt es auch einige tomatenverrückte Menschen, die Kunstwerke aus Tomaten machen.
Die hat einfach die Tomaten aufgeschnitten und macht auch so Mandanas und Bilder. Richtig schön. Genau. Das hat sie dann einfach gespiegelt und ich glaube, ein Bild machen wir noch und dann. Guten Appetit. Da sehen wir jetzt ein schöner Salat, in die vier geschnitten mit gelben Tomaten. Also da kann man dann auch mal so mit der Farbe spielen. Einfach die gelben Tomaten zu dem grünen Salat und die gelben Tomaten sind deutlich weniger säurebelastet als viele rote Sorten. Das ist dann ein ganz feiner, milder Salat. Genau, ich glaube, mit dem Bild hören wir nachher auf. Das ist dann im Spätherbst vor dem ersten Frost. Müsst ihr unbedingt hergehen und alle Tomaten, die so einigermaßen die Endgröße erreicht haben, abernten. Ihr könnt die dann in Kisten ausbreiten und dunkel und warm im Heizraum wunderbar nachhelfen lassen. Da haben manchmal wirklich bis Februar, März die eigenen Tomaten und die Nachgräften schmecken immer noch im Klassen besser wie das, was man im Supermarkt kaufen kann. Und ich habe bei mir im Wohnzimmer so eine Geschirrkommode mit drei Schubladen und da wird zu dieser Zeit dann immer die mittlere Schublade ausgeräumt und da kommen dann die Tomaten rein, die gerade so ein bisschen ihre Farbe ändern und dann oben Brotkorb auf, Steckschublade auf, Teller unten raus und die riefen Tomaten raussortieren in den Korb und das Wäschbrot ist gerettet. Okay, ich glaube, ohne Bild kann man nur dann. Genau. Also für was mein Herz schlägt, wollen wir, glaube ich, nicht näher erläutern. Ich habe bei irgendeinem Vortrag gesagt, mein Herz schlägt für Tomaten, für meine Katze und für meine Frau. Natürlich andere Reihenfolge, für meine Katze, für Tomaten und für meine Frau. Wir wissen, was ich meine. In dem Fall, ich sage jetzt mal ganz öffentlich meine Frau auch einen herzlichen Dank sagen. Vielleicht, es wird ja aufgenommen und auf YouTube gestellt, dass sie mir einfach den Zeit einräumt und das alles mitmacht. Im Moment steht im Wohnzimmer alles voll mit lauter Saatgutschale und das ist eigentlich Wohnzimmer und Poetwechshaus und muss man schon immer wieder einmal hören, und dass sie das alles so widerspruchslos hinnimmt und mir mein Hobby oder meine Leidenschaft so ermöglicht. Mein großer Respekt und ein großer Dank. Und schön, dass ihr da waren, dass ihr zugehört habt. Und kaufen wir fleißig ein bei den Vielfaltsgärtner, bei den Saatgutleuten, beim Klaus Lang und so weiter und so fort. Tolle Gartenleute gibt. Nochmal herzlichen Dank für die Organisation von dem Markt. Bleibt noch mal da, guckt euch um und das eine oder andere Gespräch wird es mit mir vielleicht auch noch geben. Vielen Dank für euer Kommen.